Hallo miteinander. Die Bananen schlagen aus. Die ersten Drosera rotundifolia treiben aus. Unsere Ameisenlöwen machen wieder neue Trichter. Und was sagt uns das alles? Der Frühling hat angefangen und hier ist unser neuer Film. Ja, schauen wir doch mal kurz auf unsere Nepenthes Feitschi Edwardsiana. Da erreichen uns immer wieder E-Mails und Anfragen, ob sie verkäuflich ist. Also Antwort nein, sie sind derzeit nicht verkäuflich. Und Antwort 2, ja, sie sieht schon irgendwie toll aus. Hier sieht man sehr schön das gezahnte Peristom. Derzeit hat die Rosette einen Durchmesser von ungefähr 50 cm. Die Kanne erreicht immerhin 37 cm vom Boden bis zur Deckelspitze. Nepenthes Feitschi, die Mutti der Feitschi Edwardsiana Hybride. Offensichtlich möchte sie gerade wieder einen Baum umarmen und nach oben wachsen. Das kann ich ihr leider nicht bieten. Hier sehen wir eine sehr schöne Nepenthes E-May. Die drei großen Kannen, die wir hier sehen. Und die Pflanze da oben hat auch einen ganz passablen Durchmesser. Ungefähr 45 cm sowas. Ja, hier schnell noch ein Blick auf unsere Nepenthes Pervillae. Die war ein Jahr lang beleidigt. Da hatte ich eine Spitze abgeschnitten und für ein Labor zur Verfügung gestellt. Und danach hat sie sich fast ein Jahr lang geweigert, Kannen zu machen. Und jetzt legt sie aber wieder los. Also sie scheint wieder versöhnt zu sein. Im Vordergrund sehen wir noch eine Biblis filifolia aus der Pago-Region, die erstaunlich lange durchhält, also nicht nur saisonal, sondern jetzt schon die zweite Saison bei uns antritt. Hier noch eine Biblis, die sich von alleine ausgesät hat, ist wohl irgendwo aus dem Topf gefallen. Und jetzt hier aus der Schale mit Wasser und einer dünnen Moosschicht obendrauf, die ich also toleriere, einfach problemlos wächst. Und sie beginnt sogar zu blühen. Hier noch ein Exemplar unserer Nepenthes Ventricosa Porzellan mit dunkelrotem Peristom. Solange die Pflanzen neu sind, finden wir sie auch mit dem hellen Peristom. Ein paar Wochen, dann wird es auch dunkel. Ja, die Pflanze ist ganz schön gewachsen, obwohl die oberen Kannen nun nicht gerade durch Schönheit glänzen. Stark zurückgeschnitten habe ich unsere Nepenthes Cassiana. Und hier noch eine Eigenzüchtung, eine Nepenthes Gracilis Rafflesiana. Und gleich daneben das, was früher Nepenthes Alata hieß, aber derzeit unter Nepenthes Graciliflora firmiert. Auch eine tolle Pflanze, die ich immer wieder zurückschneiden muss. Die wächst hier zusammen mit einer Dischidia major oder früher Dischidia rafflesiana. Die wächst hier an einigen Stellen. Und hier noch ein Blick auf unsere Stecklingsvermehrung. Das klappt eigentlich am besten in einer Schale mit lebendem Sphagnum, das immer schön feucht gehalten wird, und die abgeschnittenen Stecklinge einfach reinstellen. Dann dauert es normalerweise 2, 3 oder auch 4 Monate, bis sie schöne Wurzeln bekommen und dann einfach
vorsichtig mit dem Spannen um die Würzeln direkt wieder in einen Topf einsetzen. Es klappt bestens. Ja, und da haben wir noch was ganz Feines. Tatsächlich ist es uns gelungen, Triphiophyllum aufzutreiben. Aber bitte nicht schreiben, woher und ob wir was liefern. Alle Antworten, nein, es tut mir leid. Sie sehen auch klasse aus bis jetzt. Nur wachsen sie extrem langsam. Immerhin bilden sie hin und wieder neue Blätter und von daher hoffe ich, dass sie weiter wachsen. Diese Aufnahmen aus dem Botanischen Garten Würzburg zeigen, wie die Liane blüht und nach der Bestäubung die etwa 10 cm durchmessenden flugfähigen Samen bildet. Sind sie reif, lösen sie sich im Wind ab und werden davongetragen. Jetzt noch ein Hinweis auf den Weltkarnivorentag der ICPS am 4. Mai dieses Jahres. Organisatoren und Mitwirkende haben sich viel Mühe gegeben, im Internet spannende Vorträge und Filme zum Thema fleischfressende Pflanzen zu zeigen. Alle Informationen dazu gibt es auf den Internetseiten der ICPS. Auch wir wurden eingeladen, einen Film beizusteuern und verwandelten unser Wohnzimmer für Teile der Produktion in eine grüne Hölle. Mehr wird noch nicht verraten. Falls noch nicht geschehen, schnell unseren Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Film.